Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es mal wieder soweit. Ich nehme euch wieder so ein bisschen mit zum Ausmisten. Und zwar bin ich gerade irgendwie so auf dem Trip, dass ich so Lust habe, alles auszumisten hier. Was wir alles gar nicht mehr brauchen, seit wir hier eingezogen sind. Wir sind jetzt hier mittlerweile, leben wir hier jetzt etwas über anderthalb Jahre. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, ich sag mal so anderthalb Jahre sind wir jetzt hier. Und es sammelt sich einfach immer und immer mehr an und weiß ich nicht. Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, ich nehme euch mal so ein bisschen mit, dass ich jetzt einmal komplett mal wieder ausmiste. Also werden es wohl mehrere Videos auch folgen davon. Und zwar habe ich jetzt im Keller erstmal, ja noch nicht angefangen. Ich habe ja meinen Keller schon mal aufgeräumt, das wisst ihr ja mittlerweile. Das hatte ich ja in einem Video auch schon mal gezeigt, da habe ich euch auch mitgenommen. Aber in meinem anderen Keller, was ja eigentlich so unser kleiner Werkzeugkeller ist, der ist sowas von vollgemüllt bis oben hin mit Sachen und Kartons und Scheinen. Sagt immer, das brauchen wir alles noch. Und wir haben es jetzt anderthalb Jahre eigentlich alles nicht gebraucht, nur ein bisschen Werkzeug und so. Aber da stehen teilweise so viele Kartons rum und ich möchte das einmal alles hier richtig aufgeräumt haben langsam. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt so viel ich immer schaffe am Tag halt. Ich bin ja am Tag immer alleine, weil Schein ist ja arbeiten. Aber habe ich mir jetzt vorgenommen, Schritt für Schritt jeden Raum einmal komplett auszumisten. Weil er steht mir bis hier oben und es ist alles voll. Auch die Küche, da habe ich die auch schon mal ausgemistet, habe die Sachen aber so in den Keller gestellt, weil man es vielleicht doch nochmal braucht. Aber nein, ich bin zum Entschluss gekommen und möchte jetzt hier radikal ausmisten und ich fange diesmal auch im Keller an, genau. Schlafzimmer habe ich auch noch, jeder Raum ist eigentlich voll, aber ich fange jetzt einfach mal im Keller an. Die beiden Kleinen schlafen nämlich gerade noch, deswegen gucke ich mal, wie weit ich komme, um das einmal ein bisschen anzufangen und ich zeige euch jetzt erstmal das ganze Chaos. So, wir befinden uns jetzt langsam im Keller. Ich habe noch eine Maschine laufen, also nicht wundern. Also hier seht ihr ja schon mal, hier habe ich ja einmal komplett aufgeräumt. Und hier steht schon wieder alles voll. Den hat Schein das eine Mal ja selber gemacht. Als wir noch damals im alten Haus wohnten, hatten wir eine offene Küche und da hatten wir so einen Tresen uns hingestellt. Und ja, das lasse ich aber hier unten stehen. Dann habe ich da noch die Kommode, da haben wir noch die Babyschale, da wasche ich gerade alles. Und dann will ich es eintüten, weil Sammy kann langsam auch im Sportaufsatz liegen. Also das ist, da passt er auch fast gar nicht mehr rein. Hier habe ich auch noch so viele Sachen, hier auch, da sind auch noch wieder Altkleidersachen. Vanessa hat nämlich einmal schön aussortiert. Und das ist der Raum, den ich meine. Hier ist alles voll Kartons. Über Kartons und Kisten. Da ist alles auch Sachen drin für eBay, die ich immer mal verkaufen wollte. Hier ist alles. Geschenkpapier und so eine, hier so eine Maschine da, keine Ahnung. Da für T-Shirts und noch eine eingepackte Lampe. Und ach, ihr seht das ja, es ist alles voll. Und das ist, da oben ist noch Stoff drin von Vanessa. Hier ist noch mein Bügeleisen, das ist aber auch kaputt. Da habe ich noch einen Karton mit Fotos und ihr seht, Leute, es nimmt kein Ende. Ich räume das jetzt hier alles, soweit ich es schaffe, einmal ein bisschen auf und auszutieren und ach, keine Ahnung. Mal sehen, wie weit ich komme. Lieben, kleiner Zwischenstand. Das sind ja die Säcke, das ist ja für die Altkleider. Da habe ich 1, 2, 3, 4 Stück. Hier habe ich eine Menge an Kartons hingeworfen. Ich muss mal gucken, welche wir jetzt wegschmeißen und welche wir jetzt wirklich aufbewahren. Zum Beispiel, das ist ja für dieses kleine Piano, was man auf dem Boden legt, wo man mit den Füßen rumhüpfen kann. Das habe ich ja von meiner Schwester bekommen. Das bewahre ich zum Beispiel noch auf, weil ich das dann später wieder reinpacken kann. Aber zum Beispiel, ich habe da was von der Fritteuse und eine Kaffeemaschine, die ich gar nicht mehr habe. Oder hier die Toni-Box zum Beispiel, den Karton bewahre ich auch erstmal auf, wegen der Garantie und so alles. Aber ich habe da so viel Pappe, was wirklich weg kann. Und Playstation-Sachen, da muss Schein einmal gucken, weil ich glaube, viele bewahren sowas auf.
Weil es gibt ja Menschen, die kaufen leere Kartons davon. Deswegen, also so die Elektronik-Sachen, da muss Schein nochmal rüber gucken. Aber ich weiß hier, Fritteuse, die Kaffeemaschine, die wir gar nicht mehr benutzen. Und so ein Zelt, was ich von Jaden schon... Nee, das habe ich gar nicht mehr. Ja, so ein altes Zelt, das existiert gar nicht mehr. Und hier, das weiß ich noch nicht, das hat mir meine Freundin ja gemacht, diese Kartons hier mit dem Namen von Zimmy. Da weiß ich das aber auch noch nicht, ob ich das jetzt aufbewahre oder nicht. Im Keller sieht es ja, jetzt wieder müllig aus, aber ich komme vorwärts. Und im kleinen Raum sieht es jetzt so aus. Also hier oben habe ich einmal alle Kartons schon mal runtergeholt. So. Da oben ist noch was drin für den Hochstuhl, wo Sammy immer in diesem Nomi-Stuhl liegt. Wenn der nachher abkommt, kommt der Hochstuhl rauf. Das ist da in der Tüte drin. Da sind noch Fotos drin. Hier ist irgendwie noch eine alte Playstation. Die behalten wir natürlich auch. Hier ist was für den Kinderwagen drin. Und... da, genau, da ist was für den Garten, was wir noch brauchen, weil der Garten noch nicht fertig ist. Und da ist diese Halterung, falls man den Fernseher von der Wand auf dem, da der Fuß, ne, dass der Fernseher dann darauf stehen kann. Ich komme vorwärts, langsam, aber ich komme vorwärts. So, sieht das erstmal aus. Ja, weiter geht's. Das ist der nächste Zwischenstand hier. Ah. Es war noch so viel, aber das sind Dinge, die wir noch brauchen und die ich noch durchgehen muss. Wie gesagt, hier sind Fotos drin, das ist die Playstation. Hier ist was vom Weihnachten. Da ist der Fuß vom Fernseher. Hier habe ich noch was fürs Auto. Dann haben wir da noch so einen Sonnenschirm. Dann haben wir da was für die Schuhe für den Winter. Da unten muss Schein gucken, das ist eine ganze Kabelkiste. Aber ich weiß, er wird wieder alles behalten müssen. Hier sind noch Schuhe drin, das muss ich gleich nochmal nachschauen. Hier sind zwei Körbe, die muss ich noch aussortieren. Der kommt dann, den behalte ich glaube ich, der kommt ins Auto, genau. Den auch. Da ist Weihnachtssachen drin. Da ist was von Ostern. Da oben habe ich so Tennisschläger oder Badmintonschläger. Dann ist da so auch was vom Weihnachten. Hier habe ich noch ein Regal für die Wand mit Schublade auf der anderen Seite. Dann haben wir hier noch eine nagelneue IKEA-Lampe. Hier sind noch zwei Kisten, die ich einmal aussortieren möchte. Da sind aber eigentlich nur Fotos drin. Ne? Dann habe ich da noch eine Tasche gefunden. Hier ist noch so ein Beutel fürs Bällebad. Für die Bälle. Hier ist ein Schlafsack drin. Den packe ich aber anders noch um. Da unten weiß ich es noch nicht. Da sind noch Kabel, die müssen noch weg. Ach, und da ist ein Heizwärmekissen oder Decke, so ein Teil da für die Matratze. Christbaumständer. Das wollten wir verkaufen. Das ist noch nagelneu. Da habe ich jetzt Spiele. Da ist auch ein Spiel drin. Da muss Shahin nochmal gucken. Hier habe ich jetzt sowas für seine Hantel. Da, das für den Hochstuhl, das habe ich jetzt hier drauf. Da ist das für den Kinderwagen. Da ist dann noch so eine Gymnastikmatte und noch so eine Yogamatte habe ich da liegen. Das ist eine eBay-Kiste, das wollte ich noch verkaufen. Und hier, wie gesagt, das ist jetzt so Scheinsecke erstmal, so ein bisschen das hier. Da muss er bitte selber nochmal stöbern. Da habe ich jetzt was von Vanessa Spiegel, das sind so eine... Ja, hier diese Dinger hier, die kommen an die Seite vom Spiegel und dann kommen da nochmal Lampen rein. Ansonsten habe ich dahinter noch Geschenkpapier und Packpapier. Da oben muss Schein gucken. Hier, und das muss er auch nochmal alles mal bitte in Ruhe durchgucken. Und ja, das habe ich jetzt erstmal hier hingestellt. Ich denke mal, das verkaufen wir auch hier, dieses Fitnessteil hier. Und das ist ja seins. Und ja, so sieht es jetzt erstmal hier aus. Das wird natürlich nochmal ein bisschen aufgeräumt. Und dafür sieht es jetzt hier so aus. Das ist alles, was eigentlich fast weg kann. So, da sind noch ein paar Jacken von Sammy. Die kommen aber, die wasche ich jetzt. Die kommen dann in seinen Schrank rein. Da den großen Teddybären muss Vanessa mal schauen, ob sie den noch haben möchte oder nicht. Aber ansonsten, Leute. Hier, das kann weg. Hier sind noch Klamotten, die muss ich waschen. Die kommen auch dann in den Schrank. Ja, wie gesagt, das sieht jetzt hier gerade so aus. Altkleidersäcke und die ganzen Kartons und auch. Mal schauen. Mal schauen.
So, nächster Zwischenstopp sieht jetzt schon mal so ein bisschen aus. Das ist noch Altkleider, das muss ich noch in die Säcke räumen. Zwei Säcke habe ich jetzt schon oben stehen. Da hinten habe ich ein, zwei, drei Tüten Pappe und dann habe ich da noch so einen Bananenkarton und drei Säcke habe ich für den gelben Sack. Hier ist noch Hausmüll, da sind die Kartons, wie gesagt, wo Schein gucken soll. Das sind große Sachen, die müssen wir halt woanders hinfahren. Und genau, hier sieht das so halt immer noch aus. Und hier sieht das jetzt auch noch so aus. Das ist für Sammy die nächste Größe. Und ja, auf jeden Fall sieht das jetzt schon mal so ein bisschen, ja, bisschen nach, ja, aufgeräumt aus. Für heute bin ich fertig. Das habt ihr ja jetzt alles gesehen. Nochmal so auf schnelle Welle. Wie gesagt, da, ich denke mal, da kommt noch einiges ein bisschen weg, aber. Da zum Beispiel, weil ich das noch in Ruhe machen muss, Schein muss dann die ganzen Kabels aufräumen. Da warte ich, bis die Sachen trocken sind, damit ich das dann da in die Babyschale wieder legen kann und dann wird es abgedeckt. Und da oben sind halt, wie gesagt, so die Kartons. Und hier, wo Schein selber gucken soll, was kann weg, was behalten wir. Toni-Box, wie gesagt, wegen der Garantie behalte ich es noch. So, das muss ich nur ein bisschen hinstellen. Hier habe ich auch noch ein paar Sachen von Vanessa gefunden, die sie aussortiert hat, wo ich aber nochmal durchstöber. Da muss sie ja gucken, wie gesagt, den Teddybärchen. So, diese Ecke kommt komplett ja weg. Da müssen wir halt gucken, wo wir das hinbringen. So, da muss ich auch nochmal gucken. Da habe ich jetzt aber keine Lust mehr, Leute. So, genau, da ist eine Krimskramskiste, die will ich auch heute Abend, denke ich mal, in Ruhe ausmisten. Und da ist noch eine Kiste mit Sachen von Vanessa. Da muss ich sie nochmal fragen, ob das jetzt Altkleider war oder ob das jetzt nur so separat erstmal aussortiert ist. Da habe ich jetzt noch einen Altkleidersack. Zwei habe ich schon oben stehen, die bringe ich nachher weg. Das sind noch drei. Ja, und hier wie gesagt auch nochmal. Da muss Vanessa nochmal gucken wegen den Jacken, ob sie die noch tragen möchte oder nicht. Da sind noch Kisten für meine Nichte, wenn sie reinpasst. Da von Sammy noch Sachen, da auch. Und da wasche ich ja noch und trockne. So, jetzt bin ich aber fix und fertig. Wie ihr seht, schwitze ich auch ganz schön. Oh Gott, obwohl im Keller ist es schön kühl. Aber ich bin echt weit vorwärts gekommen. Wenn ich komplett durch bin mit dem Keller, zeige ich euch das einmal, das Ergebnis. So, nun jetzt muss ich langsam auch hoch, mich um die beiden Kiddies kümmern. Und Schein kommt auch bald, deswegen muss ich oben auch nochmal ein Klarschiff machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!